Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die nette Einführung. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was ich wirklich machen will. Oder beziehungsweise ich hoffe, danach haben wir es alle herausgefunden, was ich damit genau sagen will, mit diesem Look Back to Move Forward. Titel der Reihe war gegeben, das war Connect Disconnect und daran wollte ich auf eine Art oder auf eine meine individuelle Art und Weise anknüpfen und wie ich das probiere zu tun, werde ich Ihnen jetzt in so circa knapp 60 Minuten vorstellen. Das heißt, ich probiere mich kurz zu fassen, wir alle wollen wieder raus in den Biergarten und ich hoffe aber, dass Sie in der Zwischenzeit sich so ein bisschen mit mir in diese Zeitreise begeben und sich vielleicht sogar bestenfalls dabei amüsieren. Also, Look Back to Move Forward, die Idee war das auf zweierlei Arten zu interpretieren. Einerseits methodisch, da ich in meiner Arbeit als Designer, muss ich schon fast sagen früher, und als Designforscher, würde ich sagen heute, hauptsächlich mit Vergangenen arbeite. Also ich nutze Vergangenes, um Zukünftiges zu gestalten, um Wege in eine Zukunft zu erschließen, um unterschiedlich quasi wirklich ja, Zukunft zu gestalten als mein Material. Und andererseits meine ich das ganz programmatisch, denn was ich heute vorhabe, ist gemeinsam mit Ihnen einen Blick zurück auf meine eigene Vergangenheit als zunächst Designer, dann später als Designforscher zu werfen, der Sie dann vielleicht wiederum dazu inspiriert, Ihre eigene Praxis neu in der Zukunft vielleicht sogar anders zu denken, aber eben, ich möchte jetzt die Ansprüche auch nicht so hoch setzen. Ehrlich gesagt habe ich mich über diese Einladung besonders gefreut. Sie werden das vielleicht an meiner Sprache hören. Ich bin so ein Ex-Münchner, jetzt Exil-Schweizer. Das heißt, ich lebe seit 12 Jahren in Zürich und durfte noch nie einen Vortrag in meiner Heimatstadt München halten. Deswegen bin ich auch fast ein bisschen aufgeregt heute, muss ich sagen. 12 Jahre ist es nun her, seitdem ich mein letztes Produkt für und sogar teilweise in München gestaltet habe und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, auch wenn ich selber, ja, sehen Sie selbst. Damals hatte ich und meine damalige Partnerin Stefanie Preis gerade unser Studium an der HFG Schwäbisch Gmünd abgeschlossen und scheinbar, wie manche von Ihnen hier unschwer erkennen dürften, von den dort vermittelten Gestaltungsparadigmen ziemlich die Nase voll. Also das ist, würde ich sagen, so ziemlich anti-Schwäbisch Gmünd, as anti-Schwäbisch Gmünd can be. Handmade war gerade ein Riesenthema. Es war gerade in, wieder irgendwie mit den Händen zu arbeiten. Und die Idee, diese Ästhetik jetzt mit, also diese Handmade-Ästhetik von den Schriften mit gepixelten Fotografien zu verbinden aus heutiger Perspektive wohl eher ein Fart in Time. Aber auf alle Fälle waren die Partys besser als die Flyer, das kann ich Ihnen versprechen. Aber bei denen ging es eben ebenfalls darum, Live-Musik mit DJ-Sets zu verbinden, was damals auch wieder irgendwie ein Riesenthema war. Und so hat sich also dieses Konzept zumindest legitimiert, gestalterisch. Gut, aber mein Interesse an der Geschichte der visuellen Kommunikation entwickelte sich ja doch schon viel früher. Also schon während dem Studium habe ich eigentlich angefangen, quasi zwei Sachen gleichzeitig zu studieren. Einerseits wirklich als Gestalter in der gestalterischen Praxis, mich als Designer auszubilden, aber auf der anderen Seite auch als Theoretiker und Historiker. Das heißt, ich war immer eigentlich an den beiden Richtungen, ich würde sagen, gleich interessiert und hätte es vielleicht damals ein Studium in Designgeschichte oder in Designtheorie gegeben. Wer weiß, wenn mir meine Eltern vielleicht keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätten, hätte ich das vielleicht sogar gewählt. Also, während unseres Studiums verbrachten Stefanie Preis und ich ein Jahr in der Schweiz. Ich absolvierte damals ein Praktikum beim inzwischen verstorbenen Rudi Rüegg. Das war einer der ehemaligen Partner von Josef Müller-Brockmann, das heißt wirklich gute alte Schule. Da hat man die Entwürfe noch auf einen sogenannten Hüsli-Papier gemacht. Das ist ein kariertes Papier und hat dann die Kästchen gezählt und daraus hat man ein Layout entwickelt. Und habe dann ein Gastsemester absolviert an der damals oder bis heute sogenannten, ja, fast nicht mehr Kunst, die sagte man damals, das war die HGKZ, heutige Zürcher Hochschule der Künste. Und dort war so ein bisschen der Free Spirit, gerade Nullerjahre Zürcher Grafikszene, da kamen gerade neue Büros raus wie Elektrosmog, Norm, also all die Names, die man eigentlich heute ganz gut kennt. Das war so ein bisschen das Gegenteil natürlich von Rudi Rüegg zur guten alten Schule. Ich fand das ein wahnsinnig spannendes Umfeld, konnte mich auch gar nicht davon distanzieren und musste wie irgendwie auch einen Umgang finden damit, um dann wieder von dem so lebendigen Zürich in dieses
halblebendige Schwäbisch Gmünd zurückzukehren und musste das irgendwie auch verarbeiten. Das haben wir auf eine ganz individuelle Art und Weise gemacht. Und das war vielleicht auch der Einstieg in ein bis heute ungebrochenes Interesse am Schweizer Grafikdesign. Erstes Resultat dieser Auseinandersetzung war dann die Ausstellung ++411, kulturelle Grafik aus Zürich, die mal als Semesterprojekt ganz klein begann und dann 2004 aber in Eigenregie, inklusive Fundraising etc. Also da haben wir das dann wirklich mit Stefanie Preis zusammen realisiert. Ein Riesenprojekt, uns wurde dann wirklich nicht mehr langweilig in Schwäbisch Gmünd. Und zu dieser Gestaltung der Ausstellung gehörte natürlich auch die Gestaltung der Werbemittel, wie eben das Plakat. Das ist, glaube ich, sogar das einzige Plakat, das ich je gestaltet habe, das ausgezeichnet worden ist. Oder die Flyer. Und für beides haben wir dann auch, das war auch so ein bisschen ja, postmodern, haben wir dann also Medien, existente Medien benutzt, eben wie alte Stadtpläne bzw. Postkarten der Stadt Zürich, die wir dann im Siebdruck wir selbst von Hand, da haben wir dann wirklich, sind wir in die Siebdruckwerkstatt eingezogen und haben uns noch die Mühe gemacht, wirklich diese Postkarten dann selber zu überdrucken. Also eigentlich haben wir in dieser Ausstellung alles selber gemacht. Zusätzlich gestalten wir eine Karte, die den Besucher durch die Ausstellung führte, die dringend auch nötig war, weil sonst hatte ich diese Ausstellung nicht so wahnsinnig schnell dem Zuschauer erschlossen. Und eine Broschüre, die über die präsentierten Gestalter und Gestalter rudimentär, würde ich sagen, informierte. Die Idee dahinter war, die Ausstellung zeigt je ein Exponat eines Gestalters, einer Gestalterin bzw. eines Büros und ordnet sie dem Ausstellungsraum anhand des Arbeitsplatzes im Stadtraum Zürichs an. Das mag jetzt sehr, wie soll man sagen, gesucht klingen, war es vielleicht auch, aber es hatte schon eine Idee dahinter. Also wir haben dann so ein Quadratraster über die Stadt und in den Ausstellungsraum hineingelegt und die Karte macht dann diese Übertragung in diesen Ausstellungsraum eben erkenntlich. Und was man schon heraus erkannte über diesen Transfer, quasi diesen räumlichen Transfer, war, wie sich das kreative Schaffen in der Stadt Zürich im Laufe der Zeit verlagert hat, von den damals irgendwie eher, sage ich mal, etablierten Quartieren am Zürichberg, dann hinunter und hinein in die ehemaligen Industriebrachen, dann Zürich West, was damals gerade so ein Transformationsprozess war, der dann lauf. Das kuratorische Konzept der Ausstellung war genauso, ich würde heute sagen, radikal wie naiv. Also zeitlich wollten wir damals Altes und Neues, Geschichte und Gegenwart zusammenführen und so trafen dann eben auch im Ausstellungsraum Büros wie das vorher genannte Elektrosmog auf Odermatt und Tissi. Also wirklich diese Idee, ganz radikal Ikonen auf Studentenarbeiten treffen zu lassen. Ja. Und zuerst mussten wir dann entscheiden, ja. Es sah genauso wild, war es auch in Wirklichkeit. Zuerst mussten wir dann also entscheiden, welche Arbeiten, von welchen Gestalterinnen, also dieses ganze Kurationsprozess, wo wir am Anfang sehr unterschätzt haben. Wir wollten jetzt erstmal nur die Ausstellung machen, weil wir eigentlich geile Grafik machen wollten. Und dann musste halt aber auch irgendwie diese Ausstellung drumherum entstehen. Und das war halt wirklich eine Aufgabe, für die wir nicht ausgebildet wurden, wirklich mal so ein kuratorisches Denken hineinzukommen. Also wir haben zuerst mal eine Liste gemacht, wer sollte da überhaupt reinkommen. Und auch hier war aber nie der Anspruch, wirklich eine möglichst objektive Auswahl zu haben, sondern wir ließen uns da treiben. Wir haben ziemlich viel uns reingearbeitet in die Geschichte des Grafikdesigns. Hollis, Swiss Graphic Design war sicher eines der zentralen Bücher, die da bei uns am Schreibtisch lag. Aber wir haben auch ganz viele spontane Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, indem wir dann wiederum Grafikerinnen und Grafiker wiederum gefragt haben, hey, wen würdet ihr denn empfehlen, den wir da noch hineinholen sollten? Und so, ich glaube, das hat sich auch rumgesprochen, der Zürcher Szene. Irgendwann war dann klar, hey, da kommen im Fall so zwei komische deutsche junge Studenten, die wollen euer Zeug haben und das kleine Anekdote, das Wichtigste, also wirklich am Anfang war es, brauchte wie so ein Door-Opener. Die ersten Studios fragten immer, ist der Cornel dabei? Also ist Cornel Windlin dabei? Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, wenn wir jetzt nicht Cornel Windlin dabei haben, dann wird diese Ausstellung sehr, sehr schwierig zu realisieren sein. Und irgendwann haben wir uns dann getraut und sind dann eben zu Cornel ins Atelier gegangen und haben ihm die ganze Ausstellung erklärt und so weiter und waren natürlich sehr, sehr nervös, weil wir wussten, das ist ein K.O.-Kriterium. Und Cornel hat dann schlussendlich aber ja gesagt und so konnten wir diese Ausstellung auch realisieren.
Genau, visuell geprägt war dann die Ausstellung zum Ärger unserer auch sehr professionell vermittelnden Professoren von einer sehr amateurhaften, temporären Ästhetik. Der Raum selbst war eine stillgelegte Autowerkstatt. Wir durften es und wollten es nicht an der HFG selber machen. Das war auch so, also einerseits, ja, es hätte nicht gepasst, sind wir ehrlich. Deswegen waren wir ganz froh, also wir konnten da so einen Raum zwischennutzen, irgendwo in der Nähe des Schwäbisch-Gmünder Bahnhofs. Da gab es genügend leere Räume. Mobiliar waren Kartonschachteln, die so auseinandergestapelt werden konnten. Wir haben dann Absperrbänder genutzt, um den Raum zu strukturieren. Wir haben sogar die Schriften alle selber gezeichnet. Du darfst da gar nicht genau hinschauen, weil das ist wirklich Verweise auf die Coolness des Prekären und Spontan. Das war einfach damals ein Riesenthema. Und das waren aber interessanterweise, und das ist vielleicht schon etwas, wo sogar diese Ausstellung einen ähnlichen eine ähnliche Ästhetik atmet, die damals in Zürich West war. Das waren wirklich so diese beiden faszinierenden Merkmale auch der damaligen Zürcher Szene, die sich eben auch hauptsächlich in so besetzten Räumen bewegt hat, in so geteilten Spaces, wirklich sich neue Räume erobert hat und auch völlig neue Formen von Grafikdesign erschlossen hat. Genauso aufwendig und spannend wie das Kuratieren und Gestalten, aber wesentlich relevanter dann für unsere Zukunft waren einerseits, dass wir eine fantastische Sammlung von jungen Schweizer Grafikdesign heute haben und andererseits, dass wir natürlich viele neue Kontakte geschlossen haben. Unter den Ausgestellten waren dann zum Beispiel mein heutiger bis heute Atelierpartner Jonas Mahrer sowie meine spätere Arbeitgeberin Trix Barmettler oder die WBG AG für visuelle Kommunikation. Und hier geht die Story weiter, die mich dann direkt nach meinem Diplom für ein nicht minder interessantes Projekt angestellt hat, aber eben von wesentlich professionellerer Natur. So durfte ich dann direkt nach meinem Studium, also wirklich, ich habe so die Koffer direkt nach dem Abschluss gepackt, bin nach Zürich gezogen und wurde wirklich schon bevor ich nach Zürich gezogen bin, von WBG damals eingestellt, genauer gesagt von Hans Grüniger, ein Konzept für den Ideenwettbewerb zur Entwicklung der neuen Banknotenserie für die Schweizer Nationalbank zu gestalten. Das war relativ, ambitiös. Einerseits eben kommt da so ein junger deutscher Gestalter in eine etablierte Agentur und dann sagen die Chefs, hey, der ist das, wo die Banknoten macht und alle sagen so, hey, ist nicht euer Ernst, oder? Und ich hatte dann auch so einen Tisch im Eck irgendwie, so ein bisschen abgetrennt von allen anderen. Und es war eine wunderschöne Aufgabe. Ich würde sagen, sie ist grandios gescheitert, aber es war trotzdem eine wunderschöne Aufgabe. Und deswegen zeige ich das Projekt auch als ein schönes Projekt des Scheiterns vielleicht. Das Projekt dauerte etwa 10 Monate, was unglaublich war, oder? Es gab wirklich ein großes, es war ein geladener Wettbewerb, da wurden um die 10, 12 Gestalter eingeladen. Es gab ein Budget für die Wettbewerbsphase, also man konnte wirklich Vollzeit an diesen Entwürfen arbeiten. Es gab ein Briefing, das sich über so circa, ja, es waren so circa 6, 7 Bundesordner, wie man in der Schweiz sagt, also diese Leitsordner, wo die ganzen Sicherheitsauflagen beschrieben waren, aber eben auch ein neues Konzept, das die Schweizer Nationalbank damals eingeführt hat, und zwar, dass nicht mehr Personen gezeigt werden sollen, sondern Themen. Vielleicht einer der, ich weiß es nicht, urteilen Sie selbst, jetzt sind ja die neuen Scheine draußen. Ich habe mich dann eben mit Sicherheitsauflagen auseinandergesetzt, habe mich dann auch mit der Geschichte der Geldschein, der Banknotengestaltung auseinandergesetzt. Schweiz und international war ein super spannendes Projekt. Führte dann Interviews mit Experten aus den einzelnen Gebieten heraus. Genau, also wirklich eine unglaublich interessante Aufgabe. Entstanden ist dann eine Lösung, welche versucht hat, die beiden Seiten der Note zu betonen, also ganz im Gegenteil wie die Banknote, die jetzt schlussendlich erschienen ist. Wir haben gesagt, auf der Vorderseite probieren wir Referenzen aus der visuellen Kultur der Schweiz heranzuziehen, abzubilden, zu bearbeiten. Auf der Rückseite wurden die Themen dann viersprachig, knallhart, rein typografisch umgesetzt. Meine Idee war am Anfang eben als zentrales Bildelement auf jeden Schein ausschließlich populäre Sujets aus der Geschichte des Grafikdesigns der Schweiz zu verwenden. Aber eben das war auch klar. Ich konnte mich dann nicht immer durchsetzen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Idee so gut gewesen wäre, aber auf jeden Fall wir haben dann schon im Kollektiv auch zum Teil gearbeitet und diese Idee haben wir dann auf 2 Scheine angewendet, nämlich auf die 50er und auf die 100er Note. Eben hier kann ich das mal schön nachspielen. Zum Beispiel wurde dann eine ikonische Figur aus einem Tourismusplakat von 1935 aus ihrem Kontext entnommen und als zentrales Element der Banknote verwendet.
Damit sollte dann unter anderem auf das hohe internationale Renommee natürlich der Schweizer Grafikdesigns etc. verwiesen werden. Und auf der Rückseite wiederum haben wir dann einfach quasi dieses Thema typografisch sehr straight, systematisch umgesetzt. Nämlich da ging es um das Erlebnis. Ich finde, das passt doch. Ist schon ein Erlebnis. Ich fand, die war jetzt okay. Gut, das können wir später dann noch diskutieren. Bei der Schrift dann wiederum auf der Rückseite handelt es sich auch um ein historisches Produkt des Schweizer Grafikdesigns, aber eben nicht quasi eine elaborierte Schrift à la Frutiga oder Syntax Meyer, sondern eben einer ganz alltäglichen Schrift, die man im Alltag in der Schweiz zuhauf angetroffen hat. Und zwar war das die Normalschrift für Signale der Schweizerische Normvereinigung SNV und die kannte man vor allem hiervon, nämlich von den Autobahnschildern. Entworfen wurde sie vom Verein Schweizer Straßenfachmänner, finde ich einen fantastischen Titel, im Jahre 1972 und die waren alle nicht in Reading, sondern die kannten halt einfach nur, dass die waren Ingenieure und genauso sieht diese Schrift auch aus, das ist eine Ingenieurschrift, das sieht man sehr schön am kleinen A, dass sich da irgendwie kaum ein, wie nennt man das da unten zwischen dem Abstrich und dem, da gibt es einen Namen dafür, oder? Das ist kleine Dings dazwischen. Aber das, was eben hier fehlt, meine ich. Okay, gut. Also, inzwischen haben auch die Schweizer gemerkt, dass diese Schrift nicht wahnsinnig gut zu lesen ist. Deswegen wurde sie jetzt auch in den letzten Jahren fast komplett inzwischen ausgerottet und durch die Astra Frutiga, also eine überarbeitete Frutiga-Version, ersetzt. Deswegen findet man auch kaum mehr Fotos. Mein Studiopartner Jonas Mara trug also dazu bei, diese SNV-Schriften vor dem Aussterben zu bewahren, indem er sie digitalisierte, um Sonderzeichen ergänzte und so für zeitgemäße Entwurfsprogramme erschlossen hat. Und die durfte ich dann eben für diesen Entwurf nutzen. Und das fand ich eben eigentlich eine interessante auch Zusammenführung, inwiefern quasi diese nicht wahnsinnig designaffine Schrift sich trotzdem aus dieser visuellen Kultur auf diesen Geldschein wiederfindet. Dennoch, muss ich ehrlich zugeben, fehlt es dem Entwurf meiner Meinung nach an Eigenständigkeit. Es hat mich also auch nicht wahnsinnig überrascht, dass unser Beitrag nicht ausgezeichnet wurde. Wir waren auch nicht auf den Rängen. Allerdings bin ich inzwischen, muss ich sagen, fast froh. Also wenn Sie so diese Geschichte der Banknoten der Schweiz mitverfolgt haben. Manuela Pfunder, die dann schlussendlich den zweiten Platz belegt hat, aber mit der Ausarbeitung der Entwürfe beauftragt worden ist, die hat jetzt etwa 10 Jahre an den Entwürfen arbeiten müssen, bevor jetzt erstmal die erste 50er-Note im letzten Jahr erschienen ist. Und wenn ich mir das so überlege, dann bin ich doch ganz froh, musste ich nicht 10 Jahre nur an diesen Banknoten arbeiten, auch wenn sie meiner Meinung nach wirklich ganz schön geworden sind. Genau, jetzt machen wir so einen ganz kurzen Exkurs. Ich wollte Ihnen einfach noch einige weitere Arbeiten, beziehungsweise es war so, ich wurde als Praktiker angefragt, das passiert mir ehrlich gesagt heutzutage relativ selten, deswegen dachte ich, okay, dann muss ich doch auch noch ein bisschen zeigen, was wir mit SDVG so alles gemacht haben. SDVG, das ist ein Designstudio, was ich mit Jonas Mara zusammen vor circa 12 Jahre sind es jetzt schon fast in Zürich gegründet habe und wir haben mit wechselnden Mitarbeitern zusammengearbeitet und die haben jetzt nicht alle einen historischen Bezug, das heißt, die liegen so ein bisschen eben nicht ganz im roten Faden dieses Vortrags, aber ich habe mir trotzdem erlaubt, einfach jetzt an diesen Arbeiten einige Prinzipien unserer Zusammenarbeit zu erläutern. Und zwar, wir haben unseren Ansatz immer als sehr systemisch verstanden, weil wir eben versuchen das weiterhin, kommunikative Probleme ganzheitlich zu verstehen und entsprechend zu lösen. Wie etwa habe ich Ihnen da ein Beispiel mitgebracht, das heißt Via Gialla. Das war ein Auftrag der Professur für Gebäudetechnik der ETH Zürich, wo sie gesagt haben, hey, wir machen eigentlich gute Forschung, die ist sehr interessant. Hier geht es um Gebäudesanierung, wie können wir damit den CO2-Emissionen runterfahren, aber wir haben ein Problem, nämlich niemand draußen versteht uns. Und das kennt man ja von Wissenschaftskommunikation, dieses Problem. Und so sind wir dort herangetreten, haben uns gefragt, wie vermittelt man eigentlich innovative Maßnahmen und ihren komplexen physikalischen Hintergrund an Architekten, Planer, Hausbesitzer und Politiker, dass die das wirklich auch so umsetzen. Und so haben wir wirklich eine riesen Kommunikationsstrategie entwickelt, beziehungsweise war gar keine Strategie, wir haben einfach gehandelt und haben dann danach eine Strategie draus gemacht, aber wir haben eine Publikationsreihe gemacht, wir haben Newsletter regelmäßig ausgelassen, wir haben eine Webseite aufgebaut, einen Blog, wir haben Veranstaltungen sogar gemacht für sie und wir haben eben eine Beamer-Präsentation für fast
30 Vorträge des Professors Hans-Jürg Leib und Guttag gemacht gehabt. Dann haben wir immer gesagt, wir nennen uns nachvollziehbar, weil wir sehr methodisch transparent arbeiten. Das sieht man schön in diesem Beispiel. Das heißt, wir haben immer relativ probiert, einfache, verständliche Lösungen zu komplexen Problemen zu entwickeln. Hier im Rahmen einer Namensänderung, Neuausrichtung der Firma, beauftragte uns die Geschäftsleitung der AKP Verkehrsingenieurs AG uns mit der Neugestaltung ihres Erscheinungsbild. Wir haben dann probiert, so eine distinktive visuelle Identität zu kreieren, indem wir beim Entwurf ästhetische Bezüge etwa zum Arbeitsfeld des Unternehmens hergestellt haben. So in etwas technisch anmutenden Buchstabenzeichen, zwei Richtungspfeile haben wir vorher gesehen. Wir haben dann das Signalrot genommen, also wirklich diese Rotfarbe, die für die Verkehrszeichen benutzt wird. Aber eben, das waren nur so die ästhetischen Komponenten. Viel spannender waren dann die funktionalen Aspekte, weil schlussendlich hat diese Firma mit unglaublich vielen Dokumenten gearbeitet. Das heißt, ihre Aufgabe war es eigentlich, Berichte zu erstellen für Verkehrssituationen in der Schweiz. Und das war dann eigentlich unsere Hauptaufgabe, da war dann wirklich quasi Templates zu entwickeln, wo einerseits dieses Corporate Design noch irgendwie erkenntlich ist, aber dann auch nicht so präsent ist, dass eigentlich dieser Inhalt, das vom Inhalt abgelenkt wird. Und natürlich konnten wir nicht alle diese Berichte selber gestalten, sondern das mussten sie machen. Das heißt also, wir mussten ihnen wirklich einfache Regelsätze entwickeln, mit denen sie quasi mit diesen Templates dann arbeiten konnten. Und irgendwie haben wir es meiner Meinung nach bei diesem Job dann trotzdem geschafft, dass eben so eine Einheitlichkeit bestehen bleibt. Dann haben wir uns auch als Credo gesetzt, die Prozessorientierung, weil wir eben häufig auch im der Entstehung von solchen Lösungen mit den Auftraggeberinnen in den Gestaltungsprozess mit eingebunden haben. Und das war jetzt hier ein schönes Beispiel bei der Gestaltung der Publikation Jenseits des Rasters, Architektur und Informationstechnologie für die Professur für Computer-Aided Architectural Design der ETH Zürich. Das ist damals bei Birkhäuser erschienen und dort war es unser Ziel, eben die Theorien und Methoden, mit der die Professur selber an die Gestaltung von Architektur herangeht, auch in die Gestaltung des Buchs zu integrieren. So arbeiteten wir mit Mitarbeitern der Professur zusammen, die für uns ihre Software, die nannte sich der Tausendfüßler, wir haben sie vorher schön gesehen, das ist ein kleiner Bot, würde man heute sagen, der sich über ein Raster bewegt und einfach quasi, ich erkläre es jetzt nicht ausführlich, aber sich immer wieder anders belegt auf demselben Raster und so eben immer wieder neue Formen entstehen lässt. Und das war wirklich gerade auch der Zeitpunkt, wo Digitaldruck so langsam so günstig geworden ist, dass wir nutzen konnten. Birkhäuser fand das zwar nicht ganz so cool am Anfang, aber am Ende fanden sie es super cool. Es gab 1000 unterschiedliche Buchcover schlussendlich. Also er generiert nie eine fixe Form, sondern unendliche viele Varianten in einer vorgegebenen Fläche auf einem statischen Raster. Und das war dann wirklich auch, ja, das, ich finde, das visualisiert wunderschön eigentlich unsere Interpretation von dieser Prozessorientierung, die sich dann eben in einer Form manifestiert, die aber gar nicht nur gestaltet ist, sondern die sich fast zufällig dann generiert. Gut, das war so ein bisschen der erste Teil vielleicht meines Lebens als Designpraktiker. Jetzt wenden wir uns mehr meinen Arbeiten als Designforscher zu. Und dort probiere ich auch einfach zurückzublicken mit Ihnen. Also wirklich. Und heute würde ich fast behaupten, also wenn mich jemand fragt, was machen Sie eigentlich, würde ich fast sagen, ich bin Designhistoriker, was zusammen mit meiner Anstellung eben als Studiengangsleiter mein Hauptberuf inzwischen ist, wo ich am meisten Zeit dafür aufwende. Daneben als Hobby in meiner nicht vorhandenen Freizeit promoviere ich dann noch an der Graduate School of the Arts. Das ist ein gemeinsames Doktoratsprogramm der Universität Bern und der Hochschule der Künste in Bern. Was noch speziell ist, weil das ist der einzige eigentlich in der Schweiz dieser Art ist, wo eben praktisch ausgebildete, also Leute mit einem praktischen Background, so wie ich das bin, den Zugang zu einem philosophisch-historischen PhD ermöglicht. Genau. Und bisher habe ich mich eigentlich hauptsächlich mit den historischen und historiografischen Aspekten von Grafikdesign und visueller Kultur beschäftigt. Dazu kombiniere ich verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Diskursanalyse, aber auch hauptsächlich mit visuellem Material. Das heißt also, ich schaue mir Dinge viel mehr an, als dass ich Texte seziere. Ich arbeite sehr viel mit Publikations- und Ausstellungsanalyse. Auch Dinge, die ich natürlich durch meine eigene Praxis als Gestalter vielleicht ganz anders sehe, wie Leute, die Kunstgeschichte studiert haben, so wie Digital
Humanities, also diese Anwendung von computergestützten Verfahren und die systemische Verwendung von digitalen Ressourcen in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Wie das aussieht, also es bleibt nicht so trocken, keine Angst, sondern es gibt auch wieder viele Bilder und da ist auch viel daraus entstanden und das möchte ich Ihnen jetzt im zweiten Teil vorstellen. Die Wurzeln eigentlich meiner Forschungstätigkeit gehen zurück. Ganz zuerst war die Lehre, also ich bin irgendwie über Umwege, wirklich über Umwege, man darf das heute gar nicht mehr erzählen, weil ich glaube, das würde heute gar nicht mehr so gehen. Meine Freundin ist dann angefragt worden von einer guten Bekannten, willst du nicht Designgeschichte unterrichten? Dann hat sie gesagt, nee, ich nicht, aber ich kenne wahrscheinlich jemanden, der das gerne machen würde, der hat sich schon lange damit auseinandergesetzt. So bin ich in die Lehre reingerutscht, habe dann angefangen, einen Unterricht zu kreieren in Grafikdesigngeschichte und mir ist aufgefallen, hey Moment, da hat es ganz viele Lücken, ganz vieles ist geprägt, übrigens wunderschöner Satz über die Geschichte, die ja eigentlich nur eine Interpretation des Forschenden ist. Ich habe gemerkt, ah ja, da hat es ein paar, die das interpretiert haben, aber Moment mal, sehe ich das nicht ganz anders. Und das hat eigentlich auch immer mehr mein Interesse, wirklich selbst zu diesem Bereich zu forschen, motiviert. Und da gab es oder gibt es bis heute ein kleines Projektformat, das kann man eingeben bei der Berner Fachhochschule und da durfte ich eben von 2012 bis 2013 unter dem Titel Mapping Graphic Design History in Switzerland mich mit der Konstruktion von Grafikdesigngeschichte in der Schweiz auseinandersetzen. Und dieses Projekt wurde dann von mir entwickelt, also am Anfang und dann schlussendlich auch von mir geleitet. Was dabei herauskam, war, wir haben 300 Publikationen und Ausstellungen erfasst, wirklich im Sinne von Digital Humanities, also eine riesen Datenbank, die wir da aufgesetzt haben, die ab 1925, da haben wir so eine Einschränkung gesetzt, weil dort hat so ein wirklich neuer Diskurs über das Berufsfeld des Grafikers in der Schweiz eingesetzt, die eben in der Schweiz editiert oder kuratiert wurden. Und wir haben die dann erfasst und zusammenhängend als interaktive Zeitachse visualisiert. Daneben gibt es noch so einen Button, der heißt Interviews. Da haben wir dann noch Interviews mit je einer relevanten Persönlichkeit aus den Bereichen Politik, Ausbildung, Sammeln und Ausstellen eben zur Grafikdesigngeschichte in der Schweiz erstellt. Die Webseite ist bis heute online, kann als Recherchetool benutzt werden. Ich erkläre sie nicht ganz im Detail, weil es ist nicht ganz unkompliziert. Was eigentlich die Idee, oder ganz kurz, was die Idee war, jeder dieser oberen Punkte ist entweder eine Ausstellung oder eine Publikation. Und das da unten, das sind eigentlich Werke, die darin abgebildet sind. Und die Idee war mal ganz am Anfang wirklich, das für ganz, ganz viele Ausstellungen zu erfassen. Allerdings haben wir irgendwann festgestellt, hey Moment, diese ganzen Werklisten, die sind zum Teil gar nicht erstellt und es dauert dann doch relativ lang, bis man irgendwie eine Publikation durch hat und jedes einzelne Werk erfasst hat. Deswegen lief irgendwann mal die Projektfinanzierung aus und das ist das, was übrig geblieben ist. Trotzdem sieht man da einige interessante Sachen drin, nämlich wo auch diese Beschäftigung mit Grafikdesigngeschichte wirklich eingesetzt hat und wo das auch dann, wie das zugenommen hat. Also wenn man wirklich sieht, und das liegt nicht nur daran, dass wir die Quellen nicht hatten, sondern das liegt wirklich auch daran, dass einfach die Beschäftigung mit Grafikdesigngeschichte in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren zusammen auch mit natürlich dem internationalen Erfolg des Swiss Styles in der Schweiz zugenommen hat. Gut, jetzt muss man sich vorstellen, da forscht man zu Schweizer Grafikdesign, stellt irgendwann fest, ja Moment, das macht schon Spaß, aber eigentlich gibt es diese ganzen akademischen Strukturen, die man eigentlich so benötigt, wenn man zu einem Bereich forscht, sind in der Schweiz nicht etabliert. Das heißt, es gibt keine Forschungsgruppen, es gibt niemanden, mit dem man sich darüber austauschen könnte. Man kann sich zu den Kunsthistorikern mit reinsetzen, aber irgendwie so einen eigenen Diskurs, der hat eigentlich gefehlt. Und um dann diese Resultate aus unserer Forschung zu diskutieren, haben wir gesagt, wenn es das nicht gibt, dann müssen wir das selber machen. Also haben wir ein Symposium organisiert mit dem gleichen Namen, Mapping Graphic Design History in Switzerland. Und das Ziel war damals, einfach alle Leute zusammenzubringen, die in laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Schweizer Projekten, die sich mit historischen Aspekten von Grafikdesign auseinandersetzen, zu einer Konferenz einzuladen, die zusammenzubringen und eben diese Projekte, an denen sie arbeiten, in einen Zusammenhang zu diskutieren. Das waren wirklich Leute, wir haben interessanterweise, wenn man dann so ein bisschen angefangen hat zu graben, da hat man, es waren diverse Themen, also es ging bis von der Gestaltung von Schweizer Souvenirs im 19. Jahrhundert bis Wolfgang Weingart Ausstellung, wo wirklich so in 2014 stattgefunden hat. Also wirklich eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Themen. Aber es war interessant, das wirklich so als Diskurs mal zusammenzuführen.
Das Symposium war das erste seiner Art. Es fand dann im Februar 2014 an der Hochschule Künste in Bern statt und beinhaltete 8 Beiträge. Und das war uns auch noch wichtig, dass wir wirklich probieren. Also in der Schweiz hat man ja immer so ein bisschen das Problem. Bisher wurde dieser Diskurs fast nur in der Deutschschweiz geführt, weil dort eben einfach Deutsch geredet worden ist. Hier haben wir uns dazu entschlossen, wirklich Forschende aus allen, aus fast allen Sprachteilen der Schweiz einzuladen, also Deutsch, Französisch, Italienischsprachige Schweiz, aus der Gegend, aus dem Rätoromanischen haben wir leider niemand gefunden. Und eingeleitet wurde das Symposium mit einer Keynote der britischen Designhistorikerin Tia Trix, die heute Vizedekanin an der School of Communication des Royal College of Art ist. Und die Idee war von dem eben, Design History als Forschungsfeld in der England ist wesentlich etablierter. Da ging es bereits in den Ende 60er Jahre los, da hat sich das wirklich fast disziplinär formiert. Und die Idee war auch ein bisschen, dass sie uns da Tipps geben kann, wie man so etwas auch vielleicht bei uns etablieren könnte. Genau, folgend habe ich eine kurze Videozusammenfassung des Tages mitgebracht, dass Sie sich da auch so einen Eindruck davon machen können, wie das aussah. Das ist Bern, sehr schöne Schule, eine alte Textilfabrik. I'm absolutely pleased and honored to be here today. I think the opportunity to be immersed in a subject such as graphic design history is a real privilege, and to have these conversations. I look forward to talking to many of you during the breaks and during lunch. I'm here to learn today. I think that's very, very important. I've got a paper. Das war die Trix. Das war das Bier von mir. Reconjure that feeling of a time that's gone. Brian Spitzer von der HTWG in Konstanz, das François Rappo von der ECAL. That's something specific in Switzerland. In this problem that we face. Peter Schneemann, Kunstgeschichte, Universität Bern. Multiplication of reference systems towards the past. Genau, und irgendwie waren wir überrascht von diesem Tag, dass das wirklich sehr gut gelaufen ist, sind für so ein, ich würde mal sagen, Orchideenthema, sind viele Leute gekommen für Schweizer Verhältnisse. Es waren wirklich gute Diskussionen, die stattgefunden haben, es waren gute Papers, und dann hat es uns auch nicht viel Überwindung gekostet, dass wir gesagt haben, oder das beziehungsweise besser gesagt mein Kollege Davide Fonari, den wir ebenfalls für einen Beitrag eingeladen hatten, sagt, hey, irgendwie müssen wir das festhalten, irgendwie sollten wir das publizieren, und das haben wir dann schlussendlich auch gemacht, und das ist hier vielleicht ein kleiner Teil jetzt in meinen Vortrag, dass ich Ihnen einfach so einen Einblick geben möchte in das Buch, welches im letzten Jahr bei Triest erschienen ist. Also das Ziel war wirklich, den aktuellen Stand historischer Forschung im Bereich Grafikdesign der Schweiz sozusagen als ein Schweizer Beitrag zu einer globalen Geschichte der visuellen Kommunikation für interessierte Historiker, Grafikdesignerinnen, Lehrende und Studierende im In- und Ausland zugänglich zu machen und einen Diskurs um Graphic Design History in der Schweiz zu etablieren. Wie gesagt, das Buch erschien im letzten Oktober im Triest Verlag. Es beinhaltet nahezu alle Beiträge des Symposiums, und wir haben noch ein paar zusätzliche Beiträge ergänzt, um eigentlich einen noch umfassenden Überblick zur Produktion, Vermittlung und Konsum visuell gestalteter Artefakte und Prozesse sowie den daraus hervorgegangenen Diskursen in der Schweiz zu geben. Das Cover ist auch schon mal ein Statement, also man merkt auch, das ist jetzt nicht eine Standard-akademische Publikation, die irgendwie in China, meistens ist das leider der Fall, in Templates abgefüllt wird und dann gedruckt wird, sondern natürlich war unser Anspruch auch, gestalterische Aussagen damit zu treffen. Das Cover grenzt das Buch inhaltlich und gestalterisch von bestehenden Publikationen und dominierenden Narrativen zum Schweizer Grafikdesign ab. Also da ging es uns immer auch darum, insbesondere natürlich eine Abgrenzung zu schaffen zu dem sogenannten Swiss-Style und den darunter zusammengefassten Akteuren, weil das natürlich so ein bisschen der Schwerpunkt in der bisherigen Auseinandersetzung mit Geschichte des Grafikdesigns in der Schweiz war. Und wir waren vielmehr bemüht, durch Mikrogeschichten, also viel kleinerteiligere Narrative, genauere Betrachtung von relativ kleinen bzw. überschaubaren Forschungseinheiten und dann natürlich
andere Aussagen damit zu treffen. Und das manifestiert sich auch über das Design. Also für uns war zum Beispiel ganz klar, hey, wir nehmen keine Grotesk-Schrift, sondern das ist jetzt eine sehr, sehr historische Type, die eine Reinterpretation einer Basler Schrift aus dem 16. 17. Jahrhundert ist. Du siehst das gleich. Natürlich. Genau, ich möchte jetzt einfach mit Ihnen das Buch ein bisschen durchblättern und einige editorische und gestalterische Entscheidungen erläutern dabei. Also beim Editieren ließen wir jeden der 11 Beiträge, es war auch noch ein Riesenaufwand, von einem ausländischen Experten bzw. Expertin gegenlesen. Einerseits, um diese Qualität zu steigern und andererseits aber auch, um den bisher sehr lokal begrenzten Diskurs international zu öffnen, dass man wirklich eigentlich schon dort in der Produktion des Buchs auf einmal eine Gegenstimme vielleicht hat, die sagt, hey, aber das könnte man uns so und so betrachten. Aus gleichem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Publikation auf Englisch zu veröffentlichen. Das ist auch natürlich ein Statement. Wir hätten es natürlich viel lieber viersprachig publiziert, allerdings, oder fünfsprachig noch lieber. Allerdings waren die Aufwände für Übersetzung und sprachliche Korrekturen auch so schon hoch genug. Also, weil wir hatten natürlich Beiträge in allen Landessprachen und mussten die dann übersetzen, gegenlesen etc. Auch war es uns wichtig, die Inhalte ganz im Sinne des Themas möglichst zugänglich und nachvollziehbar zu präsentieren. So haben wir inspiriert von einer modellhaften Karriere eines Designers das Buch in 3 Teile gegliedert. Das sieht man da im Inhaltsverzeichnis ganz gut. Es geht zuerst um die Ausbildung des Gestalters, dann um die gestalterische Praxis, also das Tun, die Handlungen, die Produktion von Grafikdesign und schlussendlich die Dissemination, wie wir es genannt haben, im Sinne einer Archivierung und Verbreitung des Werks und haben dann die Texte diesen Teilen zugeordnet. Vorwort, dann David und ich zuerst mal einfach die bisherigen Literatur zum Grafikdesign der Schweiz zusammengefasst, andererseits die Geschichte und die Struktur des Buchs erklärt, ähnlich wie ich das jetzt mache. Dann haben wir uns dazu entschieden, auch den Beitrag von Thiel Trix reinzunehmen, die sich zwar gar nicht explizit mit schweizerischen Aspekten auseinandersetzt, aber als Analyse der Wirkung von Ausstellung auf das historische Verständnis von Grafikdesign durchaus auch in der Schweiz gültig ist. Also wir als Grafiker nehmen unsere Geschichte halt hauptsächlich nicht über Textbücher auf, sondern hauptsächlich über gestaltete Bücher oder über Ausstellungen. Das spielt eine extrem wichtige Rolle in unserem Verständnis von der Disziplin. Dann haben wir natürlich auch sehr viel Wert gelegt in der Gestaltung auf farbige Abbildungen. Es waren sehr, sehr viele unveröffentlichte Abbildungen dabei. Das heißt auch ein großer Aufwand, um die ganzen Bildrechte zu organisieren, um überhaupt die Bilder zuerst zu organisieren, dann die Bildrechte zu organisieren. Wir wollten denen im Layout auch genug Platz geben. War auch so ein Anspruch. Und wir haben uns nicht davor gescheut, auch alternative Leseweisen oder Interpretationen von Grafikdesign-Geschichte zu integrieren, nämlich rein gestalterische. Und neben diesen wissenschaftlichen Beiträgen enthält die Publikation auch 3 Bildstrecken, montiert aus historischem Bildmaterial. Das ist ein Konzept, das entstand in einem Workshop, den Jonas und ich mal an der SUPSI in Lugano, also an der Südschweizer Schule, gegeben haben. Und dort haben wir 3 Studierende ausgesucht oder ein Konzept ausgesucht, das die entwickelt haben. Und das wurde dann von ihnen umgesetzt und durch uns mentoriert. Und eben, ich glaube, besonders lehrreich für sie war nicht mal die gestalterische Arbeit, weil da hatten sie schnell relativ interessante Entwürfe, sondern viel interessanter war dann die Phase, wo sie die Zeit mit der Abklärung der Bildrechte verbracht haben. Weil sie können sich vorstellen, manche finden das wirklich super. Also zum Beispiel Müller-Brockmann war überhaupt kein Problem, irgendwie das Bildmaterial wieder zu verwenden. Bei anderen war das ein Riesenproblem. Also es ging nicht in Morddrohungen über, aber wir waren kurz davor, würde ich behaupten. Die visuellen Essays, da war die Idee, dass die eigentlich Fragen stellen, welche eben die Möglichkeiten textueller Narrative, also des Geschriebenen, weit überschreiten und das Potenzial visueller Geschichtsschreibung untersuchen sollen, explorieren, sehr explorativ. So stellt sich hier etwa die Frage, was war zuerst da, das Schweizer Ei oder das italienische Huhn, und interpretiert damit Davide Fonaris Beitrag, der sich eben genau mit dieser Gegenüberstellung von Schweizer Grafikdesign und dem damaligen Grafikdesign in Milano, in Mailand auseinandersetzt. Hier übrigens das besagte Sujet aus dem Müller-Brockmann-Plakat, das wirklich kein Problem war, bis heute. Fantastisch. Aus zeitlichen Gründen werde ich dann nicht das ganze Buch vorstellen, ist klar, sondern hoffe, ich habe Sie vielleicht auch ein bisschen damit angeregt, sich das Buch mal selber in die Hand zu nehmen, ist überall erhältlich.
Wo ich noch kurz darauf eingehen möchte, ist vielleicht noch mein eigener Beitrag zu dem Buch. In einem gemeinsamen Beitrag mit Amanda Unger haben wir unter dem Titel Designed Histories, Visual Historiography and Canonization in Swiss Graphic Design History, ein komplexer Titel, haben wir eigentlich die Gestaltung von Publikation und Ausstellung auf das Verständnis von Schweizer Grafikdesign und die Kanonisierung einzelner Werke analysiert. Und zwar, das kann man sehr bildhaft auch vorführen, wir haben uns dieses Plakat, diese Ikone von einem Plakat Schützt das Kind von Josef Müller-Brockmann gewählt, und weil es eben so ein absoluter, so quasi repräsentiert oder so ein Repräsentant ist für Schweizer Grafikdesign, haben wir uns gefragt, wie ist es eigentlich dazu geworden, und haben diese Publikation des Plakats historisch durchforscht. Haben zum Beispiel herausgefunden, wann und wo das zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, wie sich diese Interpretation und Darstellung des Plakats über mehrere Publikationen und Ausstellungen hinweg verändert hat. Das heißt, einmal ist es dort in eine Reihe eingereiht, zum Beispiel bei einer Publikation von Josef Müller-Brockmann selbst, was immer sehr interessant ist, auch diese Mechanismen der Selbstpublikation, die eine wichtige Rolle spielen in der Grafikdesign-Geschichte. Und wie es schlussendlich als Repräsentant für die Schweizer Grafik im Kanon des modernen Grafikdesigns gelandet ist, welchen Status es halt immer noch bis heute hat. Interessant bei dieser Kanonisierung sind vor allem die Kontinuitäten und Brüche, wie wir sagen, also das, was eigentlich beständig bleibt seit der Erstveröffentlichung, zum Beispiel die Konstruktion oder der Umgang mit der Fotografie, so die technischen Belange, und dann aber auch die Brüche, also wie es sich so zum Beispiel auf einmal eine völlig neue Interpretation des Plakats zustande kommt bei manchen Publikationen. Wir haben dabei vor allem eben auch die Rolle von Ausstellungs- und Editorial Design betrachtet. Was hat es zum Beispiel zu bedeuten, dass Schützt das Kind trotz seines im Jahr 2006 bereits sehr etablierten Status im Buch Swiss Graphic Design von Richard Hollis, also dem Standardwerk schlechthin, in Briefmarkengröße und schwarz-weiß und in der Marginalspalte abgebildet wurde, während ein anderes Plakat aus der Reihe groß abgebildet wurde. Also man sieht das hier kaum, rechts in der Marginalspalte ganz unten, Schützt das Kind. Hollis hat sich dazu entschieden, dieses Plakat nicht groß zu zeigen. Und das ist eine gestalterische Entscheidung, die er nicht im Text selber begründet. Und trotzdem, glaube ich, trifft er als Designer damit also eine sehr, sehr große Aussage. Zuletzt präsentieren wir alternative und designspezifische Ansätze zur Geschichtsschreibung im Schweizer Grafikdesign, wie etwa die beiden Bände der Publikation 1979, eine Art Geschichte von gestaltet, herausgegeben von Hans-Rudolf Lutz, welche einen ganz anderen, einen rein visuellen Ansatz in zwei Bücher. Das eine Buch zeigt je eine Zeitungsseite aus dem Jahre 1979, das andere Buch quasi vergrößert nur einen ganz kleinen Bildausschnitt daraus, ins Große, also ein sehr experimentelles Projekt, und eben wo der Fokus gar nicht auf, wie soll man sagen, das elaborierte, das professionelle Grafikdesign gelegt wird, sondern vielmehr auf die Alltagsgrafik, Zeitung, visuelle Kultur, das Zeug, was uns umgibt, wo wir aber gar nicht eigentlich unter diesen, manchmal vergessen, unter diesem Begriff Grafikdesign zu betrachten. Das Buch schließt dann mit einer bisher umfangreichsten Literatur, Medienverzeichnis zum Grafikdesign der Schweiz, Filme, Websites, Magazine, Jahrbücher, Buchreihen, ziemlich viel Arbeit, Satz- und Recherchearbeit. Genau, und das war natürlich die Idee, auch quasi diese Forschung weiterzugeben, Leuten quasi die Quellen anzugeben, dass sie damit weiterarbeiten können. Genau, aber eben meine Arbeit als Designhistoriker oder meine Geschichte auch als Designhistoriker, die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen möchte, endet auch nicht mit der letzten Seite des Buchs, sondern eben, wenn man so ein Buch veröffentlicht, das habe ich dann auch festgestellt, da kommt dann immer noch ganz viel danach. Zum Beispiel eben dieses Buch vorzustellen in verschiedenen Kontexten, das war die erste Veranstaltung, wo wir das Buch präsentiert haben. In Zürich war immer ganz interessant, weil wir haben am Anfang David Fonari und ich das Buch gemeinsam präsentiert, und dann haben wir eben wirklich immer noch Panels zusammengesetzt, also Podiumsdiskussionen aufgestellt, wo wir dann bestimmte Themen aus dem Buch reflektiert haben. Das Tolle war, dass wir das nicht nur in Zürich, in der Schweiz machen konnten, sondern eben auch eingeladen wurden von der Swissnext, das ist so eine Institution, die Schweizer alles mögliche Schweizer Ideen exportiert, und die hat uns eingeladen, das auch in den USA zu machen. So durften wir zum Beispiel eben das Buch in 5 Städten an der US-Ostküste vorstellen. Und das war immer wieder auch interessant, quasi auch mit
amerikanischen Praktikern, zum Beispiel die dann in Basel ausgebildet wurden, die Ideen in dem Buch zu diskutieren. Das waren sehr interessante Diskussionen. Andererseits veranstalten wir im Rahmen des Symposiumsbereichs einen Workshop mit dem Titel Where Do We Go From Here, zu dem wir alle beitragen, die damals an diesem Symposium teilgenommen haben, eingeladen haben, Ideen für ein gemeinsames institutionsübergreifendes Forschungsprojekt zu brainstormen. Und dieser Workshop wiederum legte die Wurzeln für unser aktuelles Projekt, was jetzt im Oktober letzten Jahres gestartet ist, Swiss Graphic Design Typography Revisited, welches darauf fokussiert, wie das Label, und ich würde es wirklich als Label bezeichnen, Swiss Graphic Design Typography, seine ungebrochene Legitimation, Reputation und seinen Status erreicht hat. Weiterführende Fragen sind, ob das Zuschreiben eines nationalen Labels in der heutigen zunehmend global agierenden Praxis überhaupt noch legitim ist und wie eine zeitgemäße Definition aussehen könnte. Und das ist vor allem eine Frage, die uns interessiert, weil während wir dieses Projekt eigentlich entwickelt haben, gab es ein Abendessen im Kontext einer Ausstellungsveröffentlichung und dann saß eine Person aus dem Bundesamt für Kultur, also das ist quasi das würde ein Bundesministerium für Kultur in Deutschland heißen. Und die hat mir auf einmal gesagt, ja, das wollte ich dir noch erzählen, wir wollen Schweizer Grafikdesign-Typografie für die UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes vorschlagen. Da hat es mich zuerst mal fast von dem Stuhl gehauen, einerseits vor Schock, weil was soll das überhaupt? Andererseits, weil ich gewusst habe, die Relevanz dieses Forschungsprojekts ist jetzt gerade und die, natürlich auch das Potenzial, dass dieses Projekt gefördert wird, um ca. 300% gestiegen. So war es dann schlussendlich auch. Wir haben das also ziemlich groß auf der Titelseite des Projekts vermerkt gehabt, darunter die auch relativ große Summe, die bei dem Projekt beantragt worden ist. Ich sage das hier, das klingt immer ein bisschen großkotzig aus, waren 1,6 Millionen Schweizer Franken, die wir beantragt haben. Das ist also das bisher größte Forschungsprojekt im Bereich Design, was jemals in der Schweiz vom Schweizer Nationalfonds, das heißt dieser Stiftung für Forschungsförderung in der Schweiz, finanziert worden ist. Es ist auch ein ziemlich ambitioniertes Projektstruktur. Wir haben Forscherinnen und Forscher von insgesamt 7 Schweizer Hochschulen mit dabei und die untersuchen in gemischten Gruppen in 3 Teilprojekten Ausbildungsprinzipien, Netzwerke von Praktikern und Disseminationsstrategien, die wiederum dann in 3 Fallstudien untergliedert sind. Ich erspare Ihnen jetzt die Details, auf jeden Fall ist das diese sehr komplexe Projektmatrix. Was wir machen wollten, ist Leute zusammenbringen, Leute aus der Westschweiz, Leute aus der italienischsprachigen Schweiz, Leute aus der Deutschschweiz. Wir wollten aufhören, endlich, dass Schulen sich selbst nur beforschen, oder? Das hat man sehr, sehr gern gemacht. Die Basler haben die Basler beforscht, die Zürcher haben die Zürcher beforscht und haben nie miteinander geredet, was das eigentlich so im Zusammenhang sein konnte. Das haben wir sehr gut erfüllt. Das waren so Aspekte, die uns wichtig waren und das haben wir eben durch diese sehr, sehr komplexe Projektmatrix erfüllt und interessanterweise, es funktioniert. Wir hätten es nicht gedacht, es hat lang gebraucht, es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis das wirklich quasi so eigene Kulturen entwickelt hat, eigene Meetingkulturen, aber jetzt langsam ist es am Laufen. Was soll das Projekt leisten? Wir wollen eigentlich einen kritischen Beitrag zur Entstehung und zum aktuellen Selbstverständnis von Schweizer Grafikdesign und Typografie leisten. Das heißt, wir fokussieren auch nicht nur auf die große Zeit der Schweizer Gebrauchsgrafik von den 50er und 60er Jahren, sondern wir starten schon etwas früher und wir gehen viel näher in die Gegenwart hin. Das heißt also, wir gehen zum Beispiel in dem Projekt Scenes Crossing the Borders of Graphic Design, gehen wir bis in die 2000er-Szene in Zürich hinein, weil dort eben so eine Veränderung des gesamten Berufsverständnisses stattgefunden hat. Auf einmal gab es nicht mehr professionelle Netzwerke, auf einmal waren die ganzen Verbände, Gewerkschaften kein Thema mehr, sondern man hat sich informell quasi in Szenen organisiert, man hat Partys zusammen gemacht, man hat auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert. Das nur ein kleiner Einblick in dieses wirklich themenreiche Forschungsprojekt. Ebenfalls einzigartig ist, dass von 6 der PhD-Stellen, die in diesem Projekt finanziert werden, 5 durch ausgebildete Grafikdesignern besetzt wurden und somit sich auch die Ansätze und Methoden entsprechend von einem rein universitären Projekt unterscheiden. Und das war uns auch besonders wichtig und vielleicht ist das auch, ja, vielleicht das Revolutionärste in diesem Projekt. Das heißt, das sind alles Leute, die haben eigentlich eine Practitioner-Ausbildung, einer davon eben auch, ein gemeinsamer Bekannter, der in Reading war, Schriftgestaltung studiert hat und jetzt eben sich quasi über diese historische Forschung, die ja in Reading auch ein großes Thema ist, wirklich nochmal vertieft
dem Ganzen widmen möchte. Es sind auch alles Leute, die wollen nicht ihren Job aufgeben vielleicht, sondern die wollen das parallel machen. Es sind wirklich Gemischprofile. Die haben noch ihre eigene Praxis, die haben ihre eigenen Designstudios, aber eben nebenbei probieren sie sich jetzt akademisch weiterzubilden, aber eben auch den akademischen Diskurs zu verändern, oder? Also das sind so diese Treffen, die da bei uns sind, oder? Da wird nicht vorgetragen, sondern da gibt es Tische, da werden Bilder ausgelegt, da wird auch über visuelles Material gesprochen, auch über die Visualität des Materials. Und ich glaube, das ist uns sehr wichtig, dass wir auch natürlich unterschiedliche Resultate produzieren, also dass wir dann nicht quasi als Gestalter schlussendlich dann doch wieder beim Textbuch enden, sondern eben, dass das dann auch eine gestaltete Form natürlich gibt, die dort als Resultat rauskommt. Vielleicht gibt es auch gar kein Buch, wir wissen es noch gar nicht. Der nächste große Forschungsteam-Meeting wird darum gehen, wie wir eigentlich publizieren wollen, weil was wir ganz bestimmt nicht wollen, ist uns quasi nur dem akademischen Diskurs anzupassen. Falls Sie noch mehr über dieses Projekt erfahren möchten, wir haben einerseits eine Website, wo sehr, ich würde sagen, in Detail über das ganze Projekt informiert. Wir schreiben auch ein Journal dazu, also so eine Art Blog über die ganzen Aktivitäten, die wir dort machen, auch über Veranstaltungen, die wir organisieren, auch über aktuelle Forschungsstände. Wir haben einen Facebook- und einen Twitter-Account, wo wir auch immer überlaufend über aktuelle Veranstaltungen informieren. Wir sind sehr an einen Austausch interessiert. Wir haben so ein großes Netzwerk von Associated Researchers, wie wir sagen. Das sind Leute, die sich in unterschiedlichen Ländern mit ähnlichen Themen auseinandersetzen und mit uns im Austausch stehen. Falls Sie daran interessiert sind, einfach auf mich zukommen, ansprechen, E-Mail schreiben. Ich bin gerne dafür da. So, abschließen möchte ich jetzt meinen Vortrag ganz im Sinne des Titels mit einem Blick zurück nach vorn. Also rückblickend ist es diese Beschäftigung mit der Vergangenheit der visuellen Kommunikation, die einerseits meine Praxis als Designer und Designforscher geprägt hat und andererseits etwas, von dem ich glaube, dass sie die zukünftige Praxis im Speziellen wie auch in der Gesellschaft in allgemein verbessern kann. Also ich glaube, dass Geschichte nicht nur für Grafikdesign wichtig ist, sondern für unser allgemeines Verhalten, für unser allgemeines Verständnis von Gesellschaft. Und ich glaube, das ist das, wo ich herausgefunden habe, wo ich diesen Vortrag für Sie zusammengestellt habe. Das ist echt etwas wie ein roter Faden, der sich dort hindurchzieht, wo ich einfach sagen muss, das ist etwas, wo scheinbar der Glaube so groß ist, dass mich das nie wirklich in meiner eigenen Praxis losgelassen hat, weder als Gestalter noch als Forscher. Und schön ist, dass ich dazu beitragen durfte, ich glaube, das hat man auch gesehen, Grafikdesign-Geschichte jetzt als Diskurs wirklich weiterzuentwickeln. Also ich kann mit Freude sagen, dass ich dort einen kleinen Teil beitragen konnte. Und ich freue mich aber jetzt schon auch darauf, dass in Zukunft 6 weitere Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten werden, die einzigartigen Qualitäten visueller Gestaltung mit gebildeten und kritischen Denken zu archivieren, zu publizieren und in der Gesellschaft zu verbreiten, denn ich glaube, das ist das größte Problem, auch was ich in der visuellen Kommunikation nach wie vor sehe, ist der Diskurs in den öffentlichen Medien ist relativ gering, sogar in der Schweiz, wo dieses Schweizer Grafikdesign so eine hohe Reputation hat, wird dann mal über Grafikdesign berichtet, wenn es um die neuen Banknoten geht und dann meistens auf eine sehr oberflächliche Art und Weise, aber eine wirklich kritische Auseinandersetzung findet noch viel zu selten statt und das ist vielleicht auch die Idee natürlich dahinter, Leute auszubilden, die diesen Diskurs etwas beitragen können und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, wir sind noch in der guten Zeit für einen Biergarten.